erkundet mit uns die Hünengräber im Hümmling. Der große prähistorische Pfad startet am Dorfteich in Großbersen und führt uns durch herrliche Natur vorbei am Wappengrab, welches als Vorlage für das Emslandwappen diente. Und trotzdem hält das so gut. Ja. Und das wurde hier genauso übernommen. So, Anna, fertig jetzt hier nochmal eine Skizze an. Weiter zum rekonstruierten Grab. Eine wiederhergestellte Megalithanlage, die uns eine Idee gibt, wie es hier früher mal ausgesehen haben könnte. Bis nach Mansenberge, oder sollte ich lieber sagen Mannequinberge? Der Sage nach haben die Menschen früher hier in diesen Grabhügeln Behausungen der Zwerge gesehen. Ein gut erhaltenes Grabhügelfeld, dessen Ursprung und Nutzen bisher unklar ist. Man sieht hier richtig diese Grabhügel. Da ist einer, da ist einer. Dennoch ranken sich zahlreiche Mythen um die geheimnisvolle Anlage, die angeblich von Zwergen bewohnt wurde. Wir untersuchen die Überbleibsel einer vergangenen Zeit und spekulieren über die Entstehung und Nutzung der Megalithanlagen. Jetzt in der grünen Jahreszeit treffen wir am Wegesrand natürlich auf verschiedene Wildkräuter der Region, also auf zu den Hümmlingpfaden. Es gibt viel zu entdecken.